Was macht man mit getrockneten Aronia-Beeren? Neben der Saftproduktion geht ein Teil der Ernte auch in die Trocknung. In der Trocknung werden dann eben die getrockneten Aronia-Beeren hergestellt. Aronia-Beeren in getrockneter Form eignen sich so zum Roh-Direktverzehr, beziehungsweise man kann die Beeren auch zum Müsli geben. Hier hat man wieder den Vorteil, dass man eben auch die kompletten Inhaltsstoffe aus der Schale zur Verfügung hat. Man sollte die Beeren vorher einweichen, einen Abend vorher einweichen, und am nächsten Morgen kann man sie dann zum Müsli dazugeben, beziehungsweise man kann die Beeren auch so in getrockneter Form direkt verzehren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn Sie in Zukunft keins unserer neuen Videos verpassen möchten, dann sollten Sie unbedingt unseren Kanal abonnieren. Unter diesem Video in der Beschreibung finden Sie weitere Links zu unseren Aronia-Produkten, zu unseren Aronia-Projekten und einen Link, wo Sie 50 kostenlose Aronia-Rezepte erhalten. Vielen Dank!